Wenn sich die Göppinger Stadthalle am frühen Nachmittag mit vielen Menschen füllt, kann das nur eins bedeuten. Das Deutsche Rote Kreuz lädt zum Seniorennachmittag ein. Der findet in Göppingen alle 2 Jahre statt. Das sind alle Gruppen, die wir haben, also Gymnastik, Seniorentanz, Wassergymnastik, Yoga, Gedächtnistraining. Und auch die Künstler auf der, Künstler auf der Bühne, das sind Teilnehmer in unseren Gruppen. Und die machen ein Programm praktisch von den Teilnehmern für die Teilnehmer. Und das Programm war vielseitig. Die verschiedenen Gruppen präsentierten ihre einstudierten Tänze und Lieder. Bei ihren Auftritten machte jeder, egal ob alt oder jung, mit. Und das kam bei den vielen Gästen super an. Gefallen haben wir bis jetzt alle, weil man muss alles auch unter dem Aspekt sehen. Eine Tänzerin in der Erde, vom ersten Tanz, die ist über 90 Jahre. Und das macht, da merkt man eben, dass die Bewegung im Alter auch geistig fit hält. Neben den Aufführungen bot der Nachmittag den unterschiedlichen Gruppen außerdem die Möglichkeit, sich kennenzulernen. Da konnte man miteinander Kaffee trinken und ein Schwätzchen halten. So war der Seniorennachmittag ein voller Erfolg.